Sie sind jetzt in der neuen herausfordernden Rolle des Vorstands der Holding. Wie fassen Sie jetzt Ihren Job auf? Ich bin Korrektor, Aufsichtsrat, Vorsitzender. Ja, ich sehe nochmal als Beitrag zur hoffentlich Weiterentwicklung Kärntens momentan eher limitiert, möglich aufgrund von Vergangenheitsbewältigungsthemen einerseits und derzeit Knappheit des Geldes, aber ich gehe davon aus, dass man jetzt die strategischen Weichen setzen muss, um vielleicht, wenn der Spielraum wieder gegeben ist, die richtigen Themen anzugreifen. Welche Impacts haben wir? Haben wir Information, haben wir Infrastrukturveränderung? Muss die Kommunikation verändert werden aus Ihrer Managementübersicht? Im ersten Schritt muss einmal eine Straffung der Gesellschaften erfolgen. Zweiter Schritt oder gleichzeitiger Schritt, eindeutig Themenschwerpunkte zu setzen. Und der dritte Schritt ist dann im Sinne sowohl für bereits ansässige Unternehmen als auch hoffentlich nach Kärnten kommende Unternehmen eine Kommunikationsebene zu haben, einerseits und andererseits ein One-Stop-Shop, damit Leute nicht herumirren und zu 100.000 Leuten gehen müssen, um die richtige Auskunft zu kriegen. Wie weit ist das Thema der Kommunikation zu der Funktion und zu dem Rollenbild, was Sie innehaben, ein Thema? Ja, Kommunikation ist immer ein Thema, wird immer bedeutender. Komplexität wird immer größer und da muss man natürlich versuchen, das entsprechend auch aufzulösen. Wie weit ist der Einsatz der neuen Medien da vielleicht ein Lösungsmittel? Ich selbst bin jetzt kein Experte, da kann man sich nur auf jene verlassen oder beraten lassen, die dort eine Ahnung haben, aber man muss sich natürlich ganz intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Stichwort, letztes Stichwort, Synergien. Wie weit kann man Synergien lukrieren und damit nicht nur Kosten einsparen, sondern auch Innovation provozieren? Ich sage mal so, das Wort Synergie hat ein bisschen, gerade in der Wirtschaft immer so für mich ein bisschen an Touch gehabt. Mir schöpfen Synergien, um etwas einerseits rechtfertigen, andererseits um radikale Kostenschnitte zu wagen. Ich würde es eher so, man sollte in jeder Situation wirklich das benennen, was man erreichen will. Aber grundsätzlich heißt für mich Synergie eher das, dass man das Ausschöpfen aller Dinge vornimmt, ohne Doppelgleisigkeiten. Ich danke für das Gespräch, was nicht das letzte sein wird.